Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir uns bis zum Ende, wie man hier sieht, von dem Selbstkorb-Gebäude durchgeschlagen und werden uns jetzt dem Boss stellen. Öffnen wir schnell die Tür und auf geht's. Na, Franzi, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Na, ja, komm nur her. Herr Giovanni. Ich denke nicht, dass sie gegen mich eine Chance haben werden. So, ich glaube, Surfer ist nicht so die beste Attacke dafür. Aber egal. Ja, es ist One-Hit. Zum Glück. Nidoqueen. Nochmal Surfer. Ja, das sind schon stärker, die Pokémon. Aber auch One-Hit. Nummer 2. Jetzt hätte ich es vielleicht wechseln sollen, aber egal. Ah, das ist wieder ein bisschen Speicher. Ja, kein Wand. Dafür Raserei. Und nochmal Surfer, das dürfte reichen. Ich weiß nicht, ob Durchbruch auch gereicht hätte für einmal. Keine Ahnung, aber so geht's ja auch. Level 47. Säurepanzer lernst du nicht, mein gutes Aquana. So, und als letztes noch ein Rihorn. Und das war's dann. Oh, es ging ja echt schnell. So, Surfer. Und noch das war's mit dem Rihorn. Ah, wieder verloren. Ja, Pech gehabt. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Silphscore vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Franzi, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, wart's nur ab. So, da ist der Boss, der Präsident von der Firma. Hallöchen. Ich danke dir für die Rettung der Silphscore. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahr tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Franzi erhält den Meisterball. Man kann das nirgends kaufen. Das ist ein streng geheimer Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch fangen. Wege jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Sekretärin, wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet, danke. Ja, kein Problem. Also, da haben wir mal wieder das Team Rocket verscheucht. Das ist unser schöner Meisterball. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Na, das hoffe ich doch. So, haben wir irgendwo noch ein Fluchtseil. Da haben wir 6 Fluchtseile. Aber ich bin zu faul, um mal normal rauszulaufen. Und so kommen wir auch ganz schnell raus. So, wir können erstmal in die Häuser reingehen, wo wir vorher noch nicht reingekommen sind. Wie zum Beispiel das Haus hier. Wer ist denn hier drin? Vielen Dank für deinen Brief. Bis bald. Hey, lies meinen Brief nicht. Nee. Ich habe ein AP Plus geschenkt bekommen. Es erhöht den Angriff, die Angriffspunkte einer Attacke. Ich sollte es, bei einer mächtigen Attacke, die wenig AP hat, einsetzen. Ja, das ist immer das Schlauste. Ich mag die Nachahmerin. Ich kaufe ihre Pokepuppe. Nachahmerin. Aha. Ja, die Musik ist so schön hier. Ein Ingenieur. So. Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. So. Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wegen ihres Mimenspiels nennt man sie die Nachahmerin. Okay. Hallöchen, Kleines. Sag ich das? Ah nein, die Kleine heißt Franzi, oder wie? Also, weil sie mich nachahmt. Hallo, magst du Pokémon? Halt! Ich habe dich doch gefragt. Wie? Du bist komisch. Ich blick durch. Hm? Also, diese Nachahmerei denn? Ah, das ist nur mein Hobby.
Ein seltenes Pokémon. Huh, es ist nur eine Puppe. Ein Pikachu. Ein Spiel mit Mario. Oh. Oh mein Gott, ich habe Pokémon. Ein seltenes Pokémon. Ein Knuddeluff und ein Dodo. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Okay, das ist creepy. Das Dodo redet mit uns, oh mein Gott. Panik. So, ich habe in diesem Part ja noch was anderes vor, bevor wir uns in die Arena stürzen. Ich glaube, das waren alle Häuser soweit. Nein, nicht Fahrrad. Ich wollte mit Taubos fliegen. So, wir wollen nämlich hier in das Kraftwerk. Nein. Dazu fliegen wir zum Felstunnel nochmal. Da war nämlich ein Pokémon-Center. Und eine Stelle, wo man surfen kann, was wir aber damals noch nicht konnten. So, ich gehe nochmal schnell ins Pokémon-Center rein. Weil ich wollte mir ja Donner holen. So, mal schauen. Ich glaube, die Arena schaffen wir diesen Part nicht mehr. Hat sich doch länger hingezogen, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, so, ja, im zweiten Part von dieser Aufnahme schaffst du es auf jeden Fall, die Arena zu machen. Ah, Pustekuchen. Aber das soll mich ja nicht stören und euch auch nicht. Das Wasser ist tief, glaube ich. Surf einsetzen. Ja, richtig. Ich möchte auch bitte Schutz einsetzen. Ah. Dab. Dab, dab, da, dam. Dam. Da, 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 da. Dab. Dab, dab, da, dam. Gegen die Typen kämpfe ich jetzt nicht. Ich habe nämlich keine Lust drauf. So, wir gehen ins Kraftwerk. Also Schutz dürfte noch aktiv sein. Ein Top-Trank. So, die Musik ist irgendwie sehr bedrückend. Schutz. Mal einsetzen. So, erstmal durch das Wirrwarr hier kämpfen. Hier unten liegt... Ah, hier ist ein Pokéball. Manche Pokébällen verstecken sich Voltoball oder Elektroball. Das ist immer ein bisschen verwirrend, aber ich flüchte einfach mal, weil ich gerade keine Lust auf unnötige Kämpfe habe. So, da ist es auch schon weg. Piep, 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 piep. Warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, das mit dem Schutz, dass man sie jetzt mal im Menü wieder aufrufen muss, nervt. Das finde ich cool, dass sie das in späteren Pokémon-Spielen verbessert haben. Ich will das mal hier oben lang. Schutzschild. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, hier unten ist wieder ein Pokémon drin. Okay, nein. Ein Elixier. Ein Kraftwerk. Ach ja. Ba, 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 ba. So, ist unten irgendwas. Hier ist, glaube ich, Donner drin. So, Donner werden wir auch mal schnell unserem Reitschuh lernen. So, Donner. Reitschuh? Lapras kann Donner lernen, what the fuck? Okay. Oh, ich glaube, dafür mache ich Mega-Hieb weg. Unser erster Mega-Hieb-Attacke ist weg. Aber Donner ist nun mal extrem hilfreich, auch wenn es nur 70% Trefferchance hat, aber auf jeden Fall völlig in der Top 4 dann. Also ich verschwende erstmal den ganzen Schutz hier. Davon haben wir noch mehr als genug. So, hier oben. Ich glaube, hier waren nur Pokémon drin. Nein, hier sind Donnersteine. Ich glaube, das andere ist ein Pokémon. Deswegen lasse ich den Ball mal in Ruhe. Ist hier irgendwas? Nein. Ich setze nochmal Schutz ein. Aber wir dürfen gleich an unserem Ziel angelangt sein. Eigentlich war unser Ziel Donner, aber hier gibt es noch etwas ganz anderes drin, was nämlich hier auf uns wartet. Ein Zapdos! Einfach so, in einem Kraftwerk. Ich habe Zapdos immer gefangen, aber dadurch, dass wir jetzt Raichu im Team haben, ist Zapdos eigentlich überflüssig und ich werde es, glaube ich, einfach besiegen. Unser erstes legendäres Pokémon, was wir sehen. Ich werde es nicht versuchen zu fangen, weil den Meisterball will ich mir tatsächlich dann für Arktos aufheben. Deswegen, wir können es ja einfach versuchen. Wir werfen mal einen Pokéball drauf.
dum 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 dum. So, Donnerwelle, ja, bringt nicht viel. Wie gesagt, ich werde es nicht fangen. Wir besiegen es einfach. So, Agilität. Eigentlich war das immer so mein legendäres, was ich gefangen habe, aber diesmal habe ich mich für Arktos entschieden. Ja, nochmal Agilität. Dum 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 da 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 deu. Aurora-Strahl. Dürfte, glaube ich. Wieso denke ich immer, dass Eis auf Flug sehr effektiv ist? Ich bin mir nicht sicher. Okay, vielleicht weil das so ist. Vielleicht weil das so ist. So, nochmal Aurora-Strahl. Ein bisschen paralysiert, natürlich. Oh, Bohrschnabel. Bohrschnabel mag ich, die Attacke. Weil die sehr, sehr stark ist. So, damit wäre Zapdos besiegt. Puh, und bringt nicht wirklich so viele Erfahrungspunkte. Und es verschwindet einfach. Somit war unser erstes Begegnung mit einem legendären Pokémon nicht gerade spektakulär. So, aber wie gesagt, ich wollte es euch einfach zeigen, ehe ich es irgendwann vergessen habe. Nein, ich tausche. Fliegen. Nach Saffronia City. Na, mal sehen, wie schnell wir mit der Arena vorankommen. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. So, willkommen im Pokémon Center. So, Pokémon geheilt und wir machen uns auf zur vorvorletzten Arena. Zur 6. dürfte das sein. So, ja, Schutz wirkt nicht mehr, ist gerade egal. So, und rein. Hallöchen, hey, warte, du Champion Spee. Die Pokémon von Sabrina benutzen Psychokinese anstelle von physischen Kräften. Kampf-Pokémon sind Psychokinese nicht gewachsen. Sie haben nicht mal einen Hauch einer Chance. So. Ich überlege gerade, ob ich gegen alle Trainer kämpfe oder ob ich einfach den Weg gehe, den man eigentlich gehen sollte. Ah, ich kämpfe einfach mal. Ich glaube, es schadet nicht. So, einfach um ein bisschen zu stärken. Ich glaube, es wird mir später noch angerechnet, hoch angerechnet, dass ich das mache. Psycho Maximilian. So. Bis ist leider der einzig effektive Attacke. Ich hätte gerne noch Knosche, aber das bekomme ich weder als TM noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Aquana Knosche erlernen kann. Ich hätte mal nachgucken können zwischen den Folgen, aber nein. Wie ist das heute? Ich glaube, Aquana wird Level 50 erreichen nach der Arena. Oder zumindest höher sein als die anderen. Aber das soll mich ja nicht stören. Obwohl es in den nächsten zwei Arenen auch gebrauchen könnte, tatsächlich. Das ist einfach so, weil die nächste Arena ist eine Feuerarena und die da drauf ist eine Gesteinsarena. Oder Boden, nicht Gestein. Das ist echt so ein bisschen, oh, naja. So. Man muss im Prinzip immer eigentlich. Okay, das war falsch. Wir gehen nochmal zurück. Immer nach links gehen. Wir sind da rausgekommen, müssen hier hin. Ich war gerade falsch. Ich bin immer nach rechts. Wir müssen immer nach links, beziehungsweise immer nach unten. Aber wir besiegen einfach mal alle Trainer hier. Exorzistin Pandora. Da fehlt noch ein Y. schön, wie man einfach lachen muss. Ja, ja. Die Pandora ist jetzt zur Exorzistin geworden. Hat sich den Geistertum verschrieben. Oh Mann, ich muss gerade echt lachen. Ja, es ist schön, wenn man mal die Namen liest. Nee, nee, nee. Eri geht mit Sarah fremd und Pan ist jetzt zur Exorzistin geworden. Was die Pokémon-Spieler alles anrichten. Das geht gar nicht. Oh Mann, ich muss gerade echt lachen. So, bis. Ich hoffe, bis reicht noch bis. Bis zur Arena-Leiterin, würde ich sagen. Bis zum Morgengrauen. Until Dawn. Ach ja.
Also, die kleinen Witze müssen ab und zu mal sein. Das muss ich aufmuntern in dieser schrecklichen Welt. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ein fröhlicher Mensch. Also, ich habe tatsächlich selten mal schlechte Laune. Wenn, dann ist es nur, ich bin die Futzi schlechte Laune, weil ich irgendwie, keine Ahnung. So, oh, mein Handy wurde aktiviert. Ich habe gerade nur kurz drauf geguckt. Ach ja, zum Glück. Ich bin froh. Ich hatte nämlich Angst, dass es nicht klappt. Wo sind wir jetzt rausgekommen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das war richtig. Oder? Das war nicht richtig. Erstmal weiter singen. So, besiegen. Oh, die Arena schaffen wir nicht mal in diesem Part. Uraban. Mit einem Lamus. Ah, nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ich bin da voll mit Singlaune. Ich glaube, immer wenn ich selbst gespielt habe, ich habe wirklich bei jedem Kampf mitgesungen. Hat dann auch angefangen, irgendwie irgendwelche Texte zu singen zur Musik. Aber ich habe auch immer Angst, dass wenn ich mitsumme, dass es nicht gut anhört. Oh, die Arena-Leiterin. Ach komm, das gönnen wir uns mal in diesem Part, ganz ehrlich. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mir Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, okay. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir mein Können, meine Kräfte. Da. 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 Ba. 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 Ich singe jetzt einfach mit. Auch wenn es euch nervt, aber ich will singen. Weil die Musik einfach, vor allem die von den Arena-Leiterkämpfen, finde ich immer, finde ich irgendwie sehr, sehr cool hier, muss ich sagen. Also, Kadabra besiegt ein Pantimos. Hatten wir überhaupt schon mal Pantimos? Ich glaube schon. Einmal hatten wir das schon mal. Ah ja, wo ich gesagt habe, dass der Ruf passt nicht zu dem Pokémon. So, nochmal Biss. Ja, ja, ich übertrank. Ja, ja, ja. So, ich hoffe, Biss reicht. Da, 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 da. Ein Omod. Oh, hier war das Omod. Da wechsle ich mal schnell zu Glurak, weil es mir doch sicherer ist. Bei Omod ist Käfer Psycho oder Psycho-Käfer, ich weiß gerade nicht. Irgendwie ist die Arena schwächer als die davor, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Aus Simsala ist, glaube ich, das Pokémon, was noch fehlt. Ich glaube, ich lasse Glurak einfach mal vorne. So, Level 43. Flammenwurf. Ich glaube, es reicht nicht. Nein. Und jetzt heilt sich bestimmt wieder. Ich kenne es doch. Ba, ba. Ba. Ba, ba. Ba, ba, ba. Flammenwurf und dann nochmal Flammenwurf aus. Das heilt sich dann nochmal, aber nein. Dafür sind die AP noch zu hoch, die KP. Puh, und damit wäre auch dieser Arena-Kampf geschafft. Josh. Ja, ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Da, 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 da. Ich mag es einfach, die Musik. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Okay, ich schenke dir den Sumpforden. Sehr schön. Das Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Das gilt aber eigentlich nur für getauschte Pokémon. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. TM 4. Ich weiß es nicht. Theoretisch könnte jeder der Pokémon Psychokinese erlernen. Hä, ist das Psychokinese?
Habe ich nicht Psychokinesis TM29. Ach, Gedanken. Oh, Gedankengut, wow. Ist nicht sonderlich stark so. Das war's auch mit dieser. Also muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurückgehen, wird's mich verarschen. Na, machen wir das einfach mal. So, aber das war's erstmal in Saphonia City. Ich zeige euch gleich mal, was wir dann in den nächsten Parts angehen werden. So. Das war's auch, glaube ich, erstmal auf dem Festland soweit. So, Pokémon. Fliegen. Wir, auf der Karte sozusagen, müssen wir hier zur Zinnoberinsel. Normalerweise ist, glaube ich, der Weg hier vorgesehen. Der Route 21. Route 20. Hier ist auch Route 2. Route 19. Also ist das ja auch der vorgesehene Weg. Okay. Dann werden wir uns erstmal hier zur Seeschauminsel begeben. Weil dort nämlich Arktos auch von Zwardat. Und hier ist alles Wasser, 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 Wasser. Was wir dann in den nächsten Parts abklappern werden. So, mit vielen Trainern. Mit viel schöner Surfermusik. So, um schon mal die Pläne zu erklären. Und wen dieses ewige Trainer bekämpfen nicht so ansteht. Ich werde mir auch vielleicht wieder ein Thema raussuchen. So, ich werde auch, glaube ich, erstmal Lapras aus dem Team schmeißen, damit Arktos reinpasst. Also, ich lasse mir jetzt Zeit für den Rest. Ist mir egal, wenn ich überziehe. Pokémon ablegen. So, tschüssi Lapras. Auch wenn ich dich sehr mag. So, und wir tun mal Raichu nach vorne. So. Und ich denke mal, das war's jetzt mal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. So, wir gehen mal raus. Bis dahin. Macht's gut und ciao.